Wer als Beifahrer im richtigen Moment die Handykamera zückt, kann gelegentlich mit Fundstücken wie diesen prahlen. Verhaltensauffällig in der Kategorie verrückte Straßenverkehrsteilnehmer ist zum Beispiel dieses Jauto, eine Kombination aus Jet und Auto. Ebenfalls aus dem Alltag ausbrechen möchte diese Wanne auf Rädern. Man beachte den Anhänger. Und vom rechten Weg abgekommen landet schließlich auch dieser Kajakfahrer im Speicher eines Handyfilmers. Ein offenes Auge im Straßenverkehr wird eben immer belohnt. Sein Name ist Koti Raj, auch Affenkönig genannt. In Indien ist der Kletterer eine Berühmtheit, bekannt für seine einzigartige Technik. Die hat er von Affen abgeguckt. Ein Amateurfilmer dokumentiert die Aktion am Fort Chitradurga, einer historischen Festung im indischen Bundesstaat Karnataka. Schwierigkeiten beim Aufstieg löst der Inder so. Noch einmal. Ein geradezu halsbrecherisch anmutender Bewegungsablauf, doch er dient ganz offensichtlich der vertikalen Fortbewegung, auch wenn man es so gar nicht wahrhaben mag. Raj, der unter anderem auch Wasserfälle hochklettert, wird nicht zu Unrecht als Spider-Man betitelt. Der begnadete Kletterer hat angeblich vor, demnächst als Schauspieler in einem Kinofilm zu debütieren. Skurrile Videos im Netz gibt es viele. Diese Amateurfilmer halten fest, welche Fortbewegungsarten Homo sapiens seit der Erfindung des aufrechten Ganges entwickelt hat. Kategorie 1: Motorradfahren im Stand. Nicht weniger elaboriert, noch dazu umweltfreundlich: Kutsche fahren ohne Kutsche. In dieser Variation zuletzt in Brasilien beobachtet. Und schließlich: Schwimmen ohne Schwimmbad. Bleibt festzuhalten, auf zwei Beinen gehen hat sich nicht ohne Grund durchgesetzt. Und Nachahmen ist nicht empfehlenswert.